Aha! Hallo, hallo, hallo. Schön, dich wieder. Oh mein Gott, der ist wieder da. Oh, hi. Hallo, welche Kamera? Geht's dir gut? Ja, mir geht's gut. Ja, mir geht's sehr gut. Du schaust wunderbar aus. Ja, unbedingt. Wow. Ich freue mich so sehr, weil es ist so ein Film, kann man als Kind reingehen. Ne? Man braucht nicht erwachsen zu sein, das ist das Schönste überhaupt. Ne? Auch mein Management sagt, ich muss mich vernünftig anständig verhalten heute. Ich bin, ne. Apropos Kind, hattest du eine Lieblingsmärchenfigur als Kind? Ach ja, ich stand natürlich früher aus die Mädels. So. Ich fand immer so Ariel super und Dornröschen und Aschenputtel und solche Mädchen. Ne? Weil die sahen immer so schön aus die ganze Zeit. Die haben keinen Falten im Gesicht. Und gab es einen Charakter, vor dem du dich gefürchtet hast? Ja, ich fand Cruella de Vil schrecklich. Ja, ich hatte immer Angst. Und ich habe aber wirklich Angst gehabt als Kind. Ne? Man muss denken, sie war nicht nett. Ne? Bei mir war sie wollte die ganzen Tiere töten. Ursula. Ursula. Oh ja, unter den Wasserfrauen. Ne? Ja. Die Katze wird ja mit so einem sexy spanischen Akzent gesprochen. Du hast ja schon einen süßen britischen, aber kannst du uns auch was in den spanischen Akzent sagen? Ja, zweimal. Komm raus. Meine Damen und Herren, vielleicht haben Sie den Kindern die ganzen Hola, hola. Komm her. Die machen immer so, ne? Die machen am Lispel immer ein bisschen. Unglaublich sexy. Ja, unglaublich sexy. Ihr kennt vielleicht meinen Namen, aber ihr kennt nicht die Legende.